Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit der Regaltour des Regals hinter mir, nämlich meines Subregals, wenn man so möchte. Also alle Bücher, die ungelesen sind, befinden sich mehr oder weniger hier. Mein Lieblingsbücherregal sozusagen oder mein Bücherregal der Lieblinge steht ja auf der anderen Seite. Das habe ich euch in der letzten Woche gezeigt. Das packe ich auch mal unten in die Infobox, das Video. Schaut da gerne mal vorbei. In dem Regal, was ja ein bisschen größer ist, es ist auch schon mega alt, habe ich alle Bücher eingeräumt, die noch nicht gelesen sind, mit Ausnahme Herr der Ringe bzw. Mittelerde, Harry Potter und hier hinten steht noch George R. R. Martin. Das sind auch so die Regalfächer, die einfach sehr groß sind, die ich gar nicht ins Expede zum Beispiel gebracht hätte, die eben einfach trotzdem hier drin stehen, weil ja, wo soll man sonst hin? Ansonsten tatsächlich fast alle Subbücher, die ich eben physisch wirklich habe, wenn sie nicht zu einem Lieblingsautor oder einer Lieblingsreihe oder irgendwie gehören und dann eben im anderen Regal schon Platz gefunden haben. Ja, und ich denke, wir quatschen jetzt gar nicht lange rum, sondern ich zeige euch jetzt mein Subregal. Und so sieht es also nun in Gänze aus. Ich habe oben ja eins meiner lieblingslesenden Zitate verewigt und ist relativ groß, es ist auch schon relativ alt, hat natürlich auch ein paar Deko-Elemente und unten ist dann meine DVD-Sammlung mit drin und wir starten hier auch einfach mal Regal für Regal. Hier findet sich meine Mittelerde-Sammlung zusammen auch mit den DVDs und allerlei Ausgaben. Ich habe hierzu schon mal ein extra Video gemacht, was ich euch unten in die Infobox packe. Aber ja, ihr könnt es ja hier sehen, einige Herr-der-Ringe-Ausgaben, zwei Hobbit-Ausgaben, viele andere Bücher, meinen einzigen Herr-der-Ringe-Funko, Samwise Gamgee, weil ich damals, als die Filme rauskamen, hier diese Metallfiguren gesammelt habe, die ich auch ganz schön finde. Hier steht eigentlich noch die Herr-der-Ringe-Trilogie, aber die wird gerade geschaut. Und so viel mehr möchte ich gar nicht erzählen. Ich verlinke euch das Video zu diesem Regal, wo ich ein bisschen mehr erzähle. Aber ja, diese Sammlung ist natürlich eine Highlight-Sammlung, aber sie hätte einfach nicht ins andere Regal gepasst. Und diese Pfeife habe ich mir in Prag gekauft und als ich die gesehen habe, musste ich direkt an Herr der Ringe denken. Und deswegen gehört sie hier so dekorativ ein bisschen dazu. Auch zum anderen Regal muss ich hier gar nicht mehr so viel sagen. Auch dazu gibt es ein extra Video, das ich euch verlinke. Das ist die Harry Potter Welt mit den englischen Ausgaben, mit den DVDs, mit den Schmuckausgaben, mit fantastischen Tierwesen und dann der deutschen Ausgabe und natürlich auch allerlei Funkos, die ich habe, die ich auch super schön finde. Und ja, das Bild ist aus der Schmuckausgabe abkopiert und ausgedruckt, weil ich den Harry hier einfach so perfekt getroffen finde. Und aber so viel mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist halt Harry Potter, ist natürlich auch eigentlich eine Lieblingsreihe, aber hätte auch im anderen Regal keinen Platz gefunden. Dann kommen wir zu Game of Thrones, beziehungsweise das Regal von George R. R. Martin. Auch das ist die Ausnahme. Auch diese vielen Bücher samt DVDs hätten nicht in das Expede so reingepasst. Hier sind alle 8 Staffeln der Serie. Eine Postkarte mit einem Zitat von George R. Martin. Ein Leser lebt 1000 Leben, bevor er stirbt. Finde ich super schön. Und dann haben wir hier die englische Ausgabe von Das Lied von Eis und Feuer, die ich auch gelesen habe. Dann kommt Traumlieder, der erste Teil. Das sind Novellen, Kurzgeschichtensammlungen, die ich noch nicht gelesen habe. Das Lied des Eisdrachen, super schön, habe ich damals auch gehört und habe es mir dann, ich glaube, irgendwo in einem Joker mal günstig gekauft. War richtig schön, ein tolles Kinderbuch. Armageddon Rock liegt gefühlt schon viel, viel, viel zu lange auf dem Sub, muss jetzt bald gelesen werden. So auch der Heckenritter von Westeros, was ja einige Jahre vor Das Lied von Eis und Feuer spielt, ist aber auch nur der erste Teil, wie man hier unten sehen kann und es ist, glaube ich, auch noch nicht weitergeführt. Ja, da weiß man immer nicht, ob man damit anfangen soll oder nicht. Dann ein Malbuch, in dem ich schon so manches Bild auch ausgemalt habe.
Und dann kommen ja auch wieder Kurzgeschichten, Sammlungen mit jeweils 20 Kurzromanen von Georgia Martin und Gardner Dozois, herausgegeben, einmal Königinnen im Exil und Der Bruder des Königs. Die Königinnen im Exil habe ich gelesen, Der Bruder des Königs noch nicht oder umgekehrt, müsste ich jetzt auf meinem Substapel nachschauen. Ja, fand ich ganz schön, sind natürlich echte Wälzer. Da müsste man sich tatsächlich einfach mal so eine Geschichte nach der anderen vornehmen. Dann Ned Stark als Funko aus diesem Bereich und auch den kleinen John Schnee. Dann habe ich mir, ich glaube, letztes Jahr in Münster, ja, die Länder von Eis und Feuer gekauft. Das sind Karten, fand ich super spannend, habe ich alle schon mal ausgebreitet und ja, fand ich mega. Dann gab es einen Schattenwolf zu basteln, aber ja, da sind einige kläglich gescheitert. Ich habe es dann gelassen. Und die Welt von Eis und Feuer, Westeros, das ist tatsächlich so ein absolutes informatives Buch, ja, wo man allerlei Dinge nachlesen kann. Fand ich mega spannend, hat mir sehr gut gefallen. Man bekommt dadurch wirklich einen ganz, ganz tollen Überblick über die Welt. Und weiter geht es dann ins nächste Regal. Da sehen wir einmal die Kingsianer. Das war vor 2 Jahren in Berlin. Und ja, dann kommen die ersten Subbücher, 2 Bücher von Nina George, das Traumbuch und die Mondspielerin. Ich habe 2 tolle Bücher von Nina George gelesen und eins, das mich sehr enttäuscht hat. Dennoch bleiben die beiden auf dem Sub, wie auch von Petra Hülsmann. Meistens kommt es anders, wenn man denkt. Ich habe von ihr, glaube ich, auch schon 2, 3 Bücher gelesen, haben mir immer gut gefallen. Deswegen durfte das als Mängelexemplar mal mit. Herz über Kopf habe ich schon ewig auf dem Sub. Es erzählen mir so viele, wie toll das ist, aber irgendwie hat es mich noch nicht hingezogen. Also so richtig, dass ich dann dazu gegriffen hätte. Corinna Bohmann fand ich ja toll mit den Frauen vom Löwenhof und jetzt auch mit Sophias Träumen, die Farben der Schönheit. Hier die Schmetterlingsinsel, klingt richtig schön, hat auch einen total coolen Buchschnitt hier mit den Schmetterlingen. Ja, dann 2 Bücher von Charlotte Lucas, habe ich letztes Jahr irgendwie, ja, ich glaube auch der Buchschnitt in Pink-Lila war schuld. Ein perfektes Jahr und wir sehen uns beim Happy End. Sind für mich einfach so lockere Romane, eigentlich so für den Frühling, Sommer, der sollte jetzt kommen. Von Annie Darling, Sommer in Bloomsbury, habe ich von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Dann Royal Blue von Casey McQuiston, wird jetzt auf jeden Fall im Mai gelesen, ist vielleicht, bis das Video kommt, dann auch schon ein gelesenes Buch. Hier geht es ja um den Prinzen von England und den Sohn der amerikanischen Präsidentin. Ja, klingt cool, freue ich mich drauf zu lesen. Dann das Spiegelhaus von Claire North, klang mega spannend, durfte als Mängelexemplar mit. Von Carlos Ruiz Zafón Marina habe ich geschenkt bekommen, wie auch Der träumende Delfin von Sergio Bambarin. Dann Die Liebenden vom Ende der Welt von Mitch Raymond. Hier hat mich Claudi total angefixt, muss bald gelesen werden. Das Jahr des Rehs fand ich auch mega interessant vom Klappentext. Bei Tage wie Salz und Zucker, daran ist Sarah Sophie schuld, ja, hat so geschwärmt, musste bei mir dann gebraucht einziehen. Wie auch von Mauricio Gomide, Die schönste und die traurigste aller Nächte, das klingt so, so schön. Ein Cottage für deinen Sommer von Viola Shipman habe ich jetzt letztens erst als Mängelexemplar gekauft. Die liebe Kerstin Merkel hat mir Der Sommer, in dem Einstein verschwand, empfohlen von Mari Hermansson, muss jetzt ganz, ganz bald gelesen werden. Wie auch Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry, auch ein Rezensionsexemplar, was jetzt im Mai gelesen wird. Da hat man 2 Autoren, die jeweilige Geschichte des anderen weitererzählen, weil sie selbst so ein bisschen in der Flaute des Schreibens stecken. Und ja, ich bin neugierig auf alle Bücher. Es gibt jetzt tatsächlich hier keins, was mich irgendwie nicht anspricht. Ja, man braucht nur gefühlt einfach doch irgendwie mehr Zeit, als man wohl hat. Und ja, die Kingsianer dürfen sich davor wieder verewigen. Weitergehend auch wieder ein bisschen ein gemischtes Regal, angefangen mit Mystic City. Ja, ein Jugendbuch, das mir von den Covern unglaublich gut gefällt. Und da habe ich alle 3 Bände von einer lieben Freundin bekommen. Quendel liegt auf dem Sub, seitdem es die ersten schwärmerischen Worte dazu gab. Allerdings kamen danach eben auch sehr
Ja, kritische Meinungen zum Auftakt von Caroline Ronnefeld und irgendwie hat es mich dann nicht mehr so hingezogen, aber ich bringe es auch noch nicht übers Herz, es auszumisten. Von Samantha Shannon, The Bone Season, die Träumerin, habe ich mir auch mal gebraucht gekauft. Es kommt ja jetzt eine neue Reihe von Samantha Shannon. Ich überlege jetzt, ob ich das vielleicht doch noch irgendwie vorher lese oder mich auf die neue Reihe freue. Und dann ein Thriller von A.J. Finn, The Woman in the Window, was mich so ein bisschen an das Fenster zum Hof erinnert hat und ich mich darauf freue. Dann, die Welt, wie wir sie kannten, ist ja so eine postapokalyptische Jugendbuchgeschichte. Vom ersten Teil wird super, super geschwärmt, von Band 2 und 3. Ja, hört man auch immer mal so ein bisschen Kritik, aber den ersten Band möchte ich unglaublich gerne lesen. Von Wiebke Lorenz, Einer wird sterben, ist auch ein Thriller, den ich super spannend finde und der unbedingt gelesen werden muss. Operation JFK von Riley und Brand. Hier hatte ich zusammen mit Paddy und Thorsten schon Jack gelesen. Da ging es um Jack the Ripper. Und bei Operation JFK geht es eben um John F. Kennedy. Wir haben hier eine Zeitreise-Einheit, die Time Unit. Und ich vermute einfach mal, dass es hier auch um das Attentat und das Vorher, Nachher, um den Mord von JFK geht. Dann vier Bücher von Philipp Vandenberg, die ich noch auf dem Sub habe. Habe ich alle gebraucht gekauft. Der Autor ist ja eine Empfehlung von Thorsten. Ich habe, glaube ich, sogar zwei der Bücher letztes Jahr in Münster gebraucht mitgenommen. Zum einen Der König von Luxor. Ich bin ja ein absolutes Ägypten-Mädchen, deswegen musste das mit. So auch Der grüne Skarabäus, Die achte Sünde und Sixtinische Verschwörung. Für Thorsten ist ja Philipp Vandenberg der bessere Dan Brown. Von daher, ja, bin ich gespannt und ich habe schon ein oder zwei Bücher von ihm gelesen. Die waren gut, jetzt nicht direkt Highlights, aber gut. Und ich bin hier sehr neugierig, was mich erwartet. So, da musste ich mir mal ein bisschen Platz machen. Hier stehen meine Yankee Candles, zumindest alle, die irgendwie in Gläsern sind, obwohl ich keine Gläser wirklich groß habe. Aber ich schmelze ja sehr auf Votivkerzen und die dürfen dann in ihrer Form hier rein. Und eins meiner Lieblingszitate, wenn es um das Meer geht. Dann hier ja auch wieder so eine bunte Mischung, Katzenspielzeug. Und zwar die Sturmkönige-Trilogie von Kai Meier. Da hat mich, glaube ich, auch die liebe Ruth angefixt. Und zum Geburtstag habe ich dann von einer Freundin alle drei Bände direkt auch als Hardcover bekommen. Freue ich mich sehr, die bald zu entdecken. So auch die Töchter des Mondes. Einmal Sternenfluch und Kate von Jessica Spotswood. Klingt mega schön, muss ich jetzt einfach zu greifen. Ja, mit Walter Mörs hat mich die liebe Becky angefixt und ich glaube, ich habe dann auch die Ausgabe von ihr bekommen, weil sie die aussortiert hat, weil sie das Buch, glaube ich, noch in zwei, drei anderen Versionen hat. Und Die andere Welt von Julie Cohen noch nicht gelesen, soll jetzt aber ganz bald erfolgen, weil eigentlich ist das E-Book ein Rezensionsexemplar und die echte Ausgabe habe ich von der lieben Christine bekommen. Ihr hat das Buch gefallen, aber ist dennoch ausgezogen. Und dann ein Spielbuch und zwar Düsterland. Alice im Düsterland. Ja, sieht sehr düster und cool aus, habe ich auf der Buch Berlin mitgenommen, sollte ich jetzt unbedingt mal spielen. Dann ja auch wieder ein bisschen Gemischtes. Ich glaube, so im Großen und Ganzen sehr viele Mängelexemplare. Der Mann, der zu träumen wagte, von Cramie Simsion. Von ihm ist dieses Rosie-Projekt, was mir zumindest der erste Teil sehr gut gefallen hat. Dann Fettlogik überwinden von Dr. Nadja Herrmann. Das hat für viele wohl irgendwas verändert. Ich bin da sehr gespannt drauf. Gaviotos von Ellen Weismann. Hier geht es um ein Dorf, das nachhaltig wird. Bin ich sehr gespannt. Der Kaktus hat mich einfach angesprochen. Sieht cool vom Cover aus, deswegen auch auf dem Sub. Solange du noch träumen kannst, klang auch richtig, richtig schön. Und waren, glaube ich, alles Menge Exemplare. So auch von Michael Bierbeck, beziehungsweise von dem Autor habe ich schon mal irgendwas anderes gelesen. Deswegen durfte er mit. Ja, Die Unvollendete von Kate Atkinson klingt immer mega, mega spannend, klingt sehr dystopisch und hat auch die liebe Kerstin Merkel das letzte Mal im Hangout sehr geschwärmt und mir kam da so bekannt vor. Und da habe ich gedacht, doch, das hast du ja auf dem Sub. Die beiden anderen Bücher habe ich ertauscht von Sophie Kinsella, Frag nicht nach Sonnenschein. Ich mag den Humor von Sophie Kinsella ganz gerne, deswegen durfte das bei mir einziehen. Und von Paulo Coelho, Brida, hier sind wir in Irland und es geht irgendwie um Selbstfindung, um die Stärke von Frauen
Und ja, klingt auf jeden Fall gut. Ich finde, mit Paulo Coelho kann man im Grunde nicht viel falsch machen, wenn man seinen Stil mag. Und ja, das findet man, denke ich, immer relativ früh raus. Und ja, das ist dieses Regal. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Regal. Zum einen ein Bild, ja, was der liebe Max gemalt hat. Ja, auch wenn ich jetzt natürlich gar nicht mehr so aussehe wie die blonde Steffi hier auf dem Bild, fand ich es so toll, dass er damals ja einfach Lieblingscharaktere von mir mit mir zusammengefasst hat und deswegen darf das Bild auch weiter im Regal stehen. Dann, ja, hier ein bisschen, ja, sieht fast so ein bisschen Fantasy-mäßig aus, von Marissa Meyer, wie Monde so silbern, soll eine ganz, ganz tolle Geschichte sein, soll ja auch so ein bisschen eine Märchenadaption sein. Ja, Eregorth, Geheime Mächte von Matthias Teut, klingt mega schön, nach einer tollen High-Fantasy-Story, muss ich demnächst lesen. Ja, Bernhard Cornwell, Narren und Sterbliche, da geht es um den Bruder von William Shakespeare. Ja, das funkelt hier recht viel, aber ja, bin ich mega neugierig, was er da zaubert. Die Chroniken von Arthur von Bernhard Hennen habe ich geschenkt bekommen, den ersten Teil. Spricht mich sehr, sehr an, aber ich glaube, ich warte hier tatsächlich, bis die Trilogie, oder wird es eine Vierteilerei, ich weiß gar nicht, bis das beendet ist, dann lese ich das in einem weg. Der Sommerdrache hat mich natürlich angesprochen, ja, weil ich Drachen liebe, weil ich den Sommer liebe und auch einfach so spezielle High Fantasy und die findet man ja definitiv im Thor Verlag. Hier ist es schön, von Annika Scheffel ist ja eine Dystopie, die ich auch mega ansprechend finde, die ich mal zum Weihnachtswichteln irgendwie geschenkt bekommen habe und ich ja, muss das auch demnächst ganz unbedingt lesen. Und dann von Joe Haldeman, Herr der Zeit, hat mich auch mega angesprochen. Ich hatte auch noch Camouflage von ihm hier, allerdings in einer etwas schlechteren ja, Ausgabe und auch in Englisch. Und ich bin mit dem Englisch nicht zurechtgekommen, deswegen würde das dann, wenn mich Herr der Zeit im Deutschen überzeugt, würde das dann einfach nochmal im ja, Deutschen bei mir einziehen. Und dann kommen wir so ein bisschen zur Reiselektüre. Und hier ist sowohl Gelesenes wie Nicht-Gelesenes, wie man vielleicht schon unschwer erkennen kann. Die geilste Lücke im Lebenslauf von Nick Martin hat mir im letzten Jahr mega gut gefallen. Der hat sich ja eine Auszeit, ich glaube, von 6 Jahren genommen. Einfach großartig. Christoph Karasch, Hashtag 10 Tage, der hat in diesen 10 Tagen eine Art Weltreise gemacht, auch hammermäßig erzählt, hat mir viel Spaß gebracht. Ja, Gesa Neitzel, The Wonderful Wild, es fehlt hier noch Frühstück mit Elefanten, das muss definitiv noch als echtes Buch einziehen, weil beides absolute Highlights sind. Ja, Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Immer wieder ein Highlight, fand ich wirklich Hammer. Auch Der Kaufmann und der Rinpoche von Alyosha Long und Ronald Schweppe hat mir super gut gefallen, darf deswegen bleiben. Jade Harmeister, My Polar Dream, ist ein junges Mädchen, ja, das eine Polarreise macht. Habe ich mal von der lieben Mascha geschenkt bekommen und ich habe eigentlich immer auf Schnee und Winter gewartet und irgendwie ist das bis jetzt noch nie so richtig passiert. Wo die Kartoffeln auf Bäume wachsen von Nils Stratmann. Ja, hier haben wir auch so eine, ja, Reise auf dem Schiff eben in das Land, wo Kartoffeln wachsen und da bin ich sehr gespannt. Christine Türmer, Laufen, Essen, Schlafen, kenne ich aus dem Weltwach-Podcast. Das ist ja die Frau, die, glaube ich, am meisten bisher gelaufen, gewandert ist. Und Frühstück mit Kängurus von Bill Brisson soll ja so das Buch sein, wenn man sich ja mit Australien beschäftigt. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Hier an der Seite haben wir dann noch, ich glaube, mein Puma-Pfeil von Lydia Möcklinghoff. Auch jemanden, den ich aus dem Weltwach-Podcast kenne. Dann Gesundheit für, muss ich glaube ich umdrehen, für Körper und Seele habe ich ja geschenkt bekommen, bin ich sehr gespannt. Und daneben noch Ralf Bauer, Yoga unterwegs zu mir. Also eine Mischung auch an Gelesenen und Ungelesenen, was ich aber gar nicht so persönlich schlimm fand. Also hier auch eher eine Mischung aus gelesenen und ungelesenen Büchern, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil an die gelesenen Highlight-Bücher erinnert man sich ja in der Regel. Und damit ist dann auch das letzte Regal komplett. Und mit diesem Video sind dann auch alle Bücher gezeigt, alle Regale gezeigt, wie sie jetzt eben auch aktuell aussehen, kurz nach der Renovierung. Wer weiß, wie lange diese Ordnung bei mir hält, spätestens wenn einige Subbücher gelesen sind, noch nicht ausgezogen sind, noch nicht umsortiert wurden, stehen dann auch irgendwann natürlich hier gelesene Bücher. Es kommen auch immer wieder neue Subbücher natürlich dazu. Von daher, ja, ihr wisst ja, wie das so ist.
Aber ich fühle mich gerade ganz wohl, auch wie alles so im Grunde jetzt auch im Raum steht, wie die Bücher verteilt sind. Und ja, genieße gerade mein neues Wohnzimmer sehr und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch auch aus meinem Sub und wollt jetzt ganz schwärmerisch darüber sprechen und mich da jetzt direkt auffordern, es zu lesen. Dann macht das gerne in den Kommentaren. Mich würde natürlich auch interessieren, wie sind eure Bücherregale oder wie ist euer Bücherregal aufgebaut? Habt ihr da ein System, irgendwie eine Idee, Verlag, Autor, alphabetisch, was auch immer? Ja, würde mich mega spannend interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.